Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind hier oder wir stehen immer noch hier in Marienborn und wenn wir schon mal hier sind, können wir vielleicht auch mal dieses ganze Gelände einmal abgrasen, dass wir das hier auf dieser Seite schon mal weg haben. Ehemaliger Grenzübergang BRD-DDR. Und ich glaube, das hat man jetzt so ein bisschen als Denkmal, als Mahnmal stehen lassen. Ja, und für alle die nicht mehr aus der Zeit stammen, ja, das hat's gegeben. Ich habe übrigens heute viele wilde Dinge getan. Ich hoffe, ich nahm nicht, doch, ich werde das Schild umnieten. Ich hoffe, ich zerstöre jetzt den Trailer nicht. Brauchen wir Sprit? Ne, im Moment noch nicht, wa? Genau, und zwar... Ach, wir fahren jetzt raus. So. Genau, ich habe heute die Grafikkarte einmal komplett deinstalliert. Nicht aufgrund von Grafikproblemen hier, sondern eher beim LS. Ich habe den ETS komplett neu installiert und ich habe auch den LS neu installiert. Soweit dazu. Ergebnis! Ich habe mein Lenkrad wieder, es flattert nicht mehr. Es lässt sich wieder richtig smooth lenken. Bei Kurven muss ich entsprechend weiter lenken, weil jeder 1080 Grad, ne? Das haut also wieder hin, alles wunderbar. So, wie gesagt, Update haben wir heute nicht bekommen. Und ja, beim LS, die Grafik ist immer noch so beschissen. Da lässt sich auch wohl nichts mehr dran wuppen. Hier haben wir jetzt höchste Einstellung auf jeden Fall auch. Aber die hatte ich die ganze Zeit drin. Da müssen wir jetzt mal anschauen, wie sich das Ganze entsprechend entwickelt. Lenkrad hatte ich übrigens auch neu installiert. Das hat es ja hier nicht besser gemacht. Also hier waren es wirklich fehlerhafte Einstellungen. Irgendwie durch die Beta, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. So, 750 Kilometer ungefähr noch vor uns. Ich habe jetzt eben gar nicht drauf geachtet. Haben wir das Schild stehen lassen oder haben wir es umgerissen? Wir haben ja einen niegelnagelneuen Auflieger hinten dran. Wir dürfen damit keinen Unfall bauen. Aber es flattert nicht mehr. Wunderbar. Wieder korrekte Ansteuerung, das heißt, ich kann das Lenken... Na gut, obwohl wir fahren, da geht das Lenken ja eh recht leicht. Passt schon. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal den Gedanken, dass die Grafik beim LS eventuell durch die Capture Card verursacht wird, weil ich habe heute festgestellt, mein Monitor, den ich hier habe seit einem Jahr ungefähr, der kann 4K. Die Capture Card dazwischen aber nicht. Von daher werde ich mir da wohl oder übel mal eine andere besorgen müssen. Wenn ihr das unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Link dazu in der Videobeschreibung. Dann könnte ich direkt nämlich auf 4K aufnehmen und da muss ich mal schauen. Wie gesagt, angesichts meiner beruflichen Karriere aktuell ist das alles so ein bisschen windig. Neuen Stuhl würde ich gebrauchen. Ja, viele Dinge halt. Ich meine, ein Stuhlhersteller wird sich meine Videos nicht angucken. Ansonsten kann natürlich Noble Chairs oder wer auch immer oder wen haben wir denn noch hier, Nitro oder wie sie alle heißen, können wir natürlich gerne einen Stuhl sponsern, ne? Gehst mal auf den Sack da hinten, weißt du das? So ein bisschen den Eindruck, wir müssen schlafen. Sollen wir das jetzt machen? Ja, ne? Tanken, schlafen. Ja, ergehend, besser ist es. Bevor wir hier wieder in die Bedrohle kommen. Das muss, glaube ich, nicht sein. Hätten wir vielleicht auch schon in Marienborn machen können. Aber gut, jetzt haben wir noch 680 Kilometer. Die sollten wir dann beim nächsten Mal tatsächlich schaffen, ohne zu schlafen. Und hier tanken wir jetzt auch eine Runde.
Ja, warum klingelt dieses Telefon eigentlich immer dann, wenn ich gerade eine Aufnahme starte? Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Weiß nicht, hört ihr das Klingeln? So, ausschalten. Ich hasse es, einfach angerufen zu werden, wenn ich, genau. Wenn ich gerade beschäftigt bin. In 10 Minuten können wir drüber reden. So, da sind unsere Parkplätze. Hier haben wir auch schon mal gepennt. Ja, wir pennen jetzt. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwann in der Nacht wieder wach. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Nachtfahrt. Oh, das geht wieder so geil mit dem Lenkrad. So. Ah, natürlich. Fahren wir direkt weiter, ne? Rin in Schlüpper und weiter geht's. So, Licht haben wir an. So Leute, wir haben draußen hier aktuell noch 29 Grad. Ich weiß gar nicht, wie warm das jetzt aktuell auf meinem Balkon ist. Entschuldigung. Übrigens, wer sich auch für den LS22 interessiert, nachher mal reingucken in unser Projekt Die Fellatiers ab 17 Uhr. Um 17 Uhr Premiere der ersten Folge. Dann kommen die in loser Reihenfolge. Wahrscheinlich so einmal wöchentlich. Ich denke, das kriegen wir hin. Teufel nochmal, du. Dresden, Berlin, Süd. Ja, hier waren wir schon mal. Das ist nichts Neues. Deswegen können wir hier auch mal im Dunkeln durch. Sind wir auch lange nicht mehr gefahren, muss ich sagen. Also, wenn man diesen Sportauspuff nicht hört, ist es okay. Ja, nee. Das Martinshorn gehört nicht zu einer deutschen Polizei. Wäre mir neu. Er hat's eilig. Ich meine, es ist schon nice, oder? Die Sounds stören mich so ein bisschen. Das ist alles. Noch einer. Eieieiei. Kommen wir in einen Stau? Ist aber auch, glaube ich, auch kein deutsches Blinklicht, ne? Blau und rot und so weiter. Der fährt da ab, der fährt geradeaus weiter. Also hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Okay. Da ist der nächste. Genau, was? Ich muss auch mal gucken. Michael hatte gesagt, ich sollte mal gucken, ob diese langsamen Fahrzeuge in Traffic rauskommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, warum. Aber ich glaube, ich habe den Mod eh nicht, weil ich habe nirgendwo jemals wieder einen Traktor gesehen. Der Mod wird wohl akzeptiert, funktioniert aber irgendwie nicht. Ah ja, guck mal hier.
Junge, Junge, überall was los. Ja, jetzt, ne? Jetzt haben wir natürlich wieder 782 Kilometer auf der Uhr, weil wir da nicht durchkommen. Ah, viel los heute Nacht. Meine Güte, nee. Da sind die Neo. Also das sind. Okay, da stehen welche, aber das ist fast schon ein bisschen viel jetzt. Dreieck Barnim. Berlin West. Also ist fast schon zu viel, ganz ehrlich. Ja, ich bin gespannt. Wir sind auf der 45. Erfahrungsgemäß wird es jetzt bis zur finalen Version. Entschuldigung, da hat was im Hals gekratzt. Erfahrungsgemäß wird es jetzt bis zur finalen Version nicht mehr so lange dauern. Fast schon ein bisschen viel Blaulicht unterwegs hier, ganz ehrlich. Vor dem Kleinen mal keine Angst machen hier. So, du könntest eigentlich mal die Piste räumen, mein Freund. Wir sind ja immer flugs unterwegs. Aber wie gesagt, was ich schon mehrfach gesagt hatte, in Deutschland zumindest ist es wohl so, dass man diese 90 bei LKW toleriert, dass da auch wohl die Polizei nicht großartig was sagt. Und von daher denke ich mal, ist es auch in Ordnung, wenn ich 90 fahre. Gut, in der Innenstadt sollte ich das vielleicht manchmal nicht tun. Aber hier auf der Autobahn. Und wie gesagt, was das Rechtsüberholen und so weiter angeht, ja, es ist ein Simulator auf der einen Seite, aber die KI ist, macht es ja auch nicht anders. Und warum soll ich mich anders verhalten als die KI? Wenn die sich an das Rechtsfahrgebot halten und nur links überholen, dann können wir nochmal drüber sprechen, dass ich das auch mache. Hier ist auch schon wieder Elefantenrennen. Dankeschön. Aber ich glaube, wenn wir diese Tour hier beendet haben, werde ich mal den LKW wechseln. Ich weiß gar nicht, ob hier in der, aber hier in der 145 werden jetzt keine neuen mehr reinkommen. Wir warten ja auf so verschiedene Sachen. Und in den Kommentaren hatte ich gelesen bezüglich dieses Ab und also Auf- und Abliften, dass das mit Wechselbrücken zu tun haben könnte. Das mag natürlich sein. Wobei ich auch schon gesehen habe, und zwar beim German Truck Driver, dass der Kai zum Aufsatteln den LKW auch hinten runterlässt. Um da besser drunter zu kommen, um den nicht weiter hochkurbeln zu müssen. Beziehungsweise, man fährt drunter, pumpt ihn hoch, setzt die Kurbeln, kann dann den LKW absenken und wieder drunter wegfahren. Das erleichtert natürlich einiges, als wenn du da so einen, ich sag jetzt mal, vielleicht so einen voll beladenen Trailer hochkurbeln musst, ne?
Stettin, sind wir über die Grenze schon rüber? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Das Hotel war das, was da lila durchgeblitzt hat. Ah. Man blinkt nicht, wenn man in den Kreisel fährt. Aber liebe Leute, wir haben 15 Minuten rum und sind damit am Ende der Folge angelangt. Wenn ich hier jetzt gerade sehe, hier ist unsere Garage, bietet es sich doch an, dass wir bis zur nächsten Folge hier einfach stehen bleiben, oder? Meine Güte. In diesem Sinne, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da, unterstützt den Kanal, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen früh in alter Frische wieder. Und bis dahin erstmal, ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.